Ich begrüße dich herzlich zu meiner täglichen Andacht. Wie schön, dass du dabei bist. Denn egal, wie es dir gerade geht, zu Gott kommen ist immer das Beste, was wir tun können. Meine Andacht vom 28. Oktober. Ergreife die Initiative. Der Bibelvers für heute steht in Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Gott hält viel Gutes für uns bereit. Aber manchmal verpassen wir Dinge, weil wir andere nicht so behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen. Wir genießen es, wenn Menschen uns in unterschiedlicher Weise beschenken. Aber ergreifen auch wir mal die Initiative und tun ganz uneigennützig etwas Gutes für andere? Wenn deine Ehe, deine Familie oder deine Freundschaften nicht so sind, wie du es dir wünschst, kannst du das Blatt wenden, indem du ab jetzt nach diesem Prinzip lebst. Vielleicht wartest du darauf, dass dein Ehepartner etwas für dich tut. Vielleicht weigerst du dich hartnäckig, einem Freund zu helfen, weil du willst, dass er dir zuerst hilft. So zu leben kann für das eigene Ego sehr bequem sein. Es wird sich aber so lange nichts ändern, bis du beschließt, aktiv zu werden. Schlucke deinen Stolz herunter und tu etwas für deine Beziehungen. Konzentriere dich nicht länger auf dich selbst und warte auch nicht mehr darauf, dass dir gute Dinge in den Schoß fallen. Es wird Zeit, dass du dich aktiv und selbstlos für die Menschen in deinem Umfeld einsetzt. Sei ein Diener und stell andere in den Mittelpunkt. Du wirst dich wundern, wie deine Beziehungen sich verbessern, wenn du Menschen so behandelst, wie du selbst behandelt werden möchtest. Sprich zum Abschluss gerne folgendes Gebet mit mir. Gott, ich gewinne nichts, wenn ich ein selbstsüchtiges Leben führe. Anstatt darauf zu warten, dass andere mir etwas Gutes tun, werde ich anderen zuerst etwas Gutes tun und sie so behandeln, wie ich behandelt werden möchte. Amen. Es tut so gut, bei Gott zu sein, oder? Bleibe doch in dieser Haltung und geh mit Gott durch deinen Tag. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Und wenn du dazu beitragen möchtest, dass auch andere meinen Podcast entdecken, dann abonniere meinen Kanal oder leite diese Andacht an jemanden weiter, der heute eine Ermutigung gut gebrauchen könnte. Herzlichen Dank dafür. Bis morgen.